naš naredni gost i aktivni poslanik Bundestaga iz redova Levice od 2013. godine i član odbora za odbranu i zamenik člana odbora za spoljne poslove, gospodin Aleksandar Noj. Predsednik, to jeste ministar Vulin je za njega rekao i poručio mu je način na koji zastupate međunarodno pravo u Bundestagu je za svako poštovanje i iskreno divljenje. Vaša beskompromisnost i hrabrost postidala bi mnoge srpske političare. Suprotstavljati se jednom već potpuno uvreženom mišljenju Nemačkoj da su Srbi negativci zaslužuje naše puno poštovanje. I ovoga jutra želimo upravo dobrodošlicu. Dobro jutro, gospodinu Aleksandru. Dobro jutro, dobrodošli. Gospodin Rajković Goran će nam pomoći u prevodu. Gospodine Goran, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Zašto su u Nemačkoj Srbi zločinci, a nikad žrtve? Warum sind die Deutschen, warum sind die Serben in Deutschland Verbrecher und nie also die das Leid erlitten haben? Das ist ja ein Phänomen. To je jedan fenomen. Das wir nicht erst seit den 1990er Jahren kennen. Koji mi ne poznajemo tek od 90-ih godina, nego i ranije. Sondern wenn wir zurückschauen bis zum Ersten Weltkrieg. Kada idemo unazad do Prvog svetskog rata. Und auch davor mit der Staatsgründung Serbiens. A i pre toga sa osnivanjem države Srbije. Als ein Gegenmodell zu KOK-Monarchie. Kao jedan protivmodel KOK-Monarchie. War Serbien immer ein in den Augen der Deutschen und Österreicher ein aufmüpfiger Staat, ein aufmüpfiges Volk. Pošto je Srbija uvek u očima Austrijanaca i Nemaca bila jedna država, jedan narod koji je bio sklon bunama, pobunama. Die die Vorherrschaft Deutschlands und Österreichs auf dem Balkan nicht akzeptierten. I koji nisu akceptirali prisustvo Austrije i Nemačke, njihovu moć na Balkanu. Und auch noch eine gewisse Nähe zu Russland haben. I imaju jednu određenu bliskost prema Rusiji. Kulturell, historisch und so weiter und so fort. Kulturno i historijski, kao što je poznato. Was auch als ein geopolitischer Gegner betrachtet wird. Jer što oni smatraju nekom vrsto geopolitičkog protivnika. Und das erklärt ein wenig, warum es diese starke Vorbehalte gibt. I to donekle objašnjava zašto postoje ta jaka predubeđenja prema Srbiji. Gegner werden in Deutschland oder in der westlichen Politik gerne dämonisiert. Protivnici se u Nemačkoj ili u zapadnoj politički rado demonizuju. Vorzugsweise die politische Führung, aber mit Blick auf Serbien auch das Volk. Pre svega političko vođstvo, ali u pogledu Srbije i narod. Ich erinnere mich in den 90er Jahren Schlagzeilen in Zeitungen wie Mörder Serben. Mi smo nalazili naslove u nemačkim novinama Srbi ubice, zločinci. Die Kritik traf nie die Kroaten oder die bosnischen Muslime oder die Albaner. Es ging immer sehr fokussiert auf die Serben. Kritika nikad nije pogađala Hrvate, Bošnjake ili kosovske Albance. Uvijek je bila fokusirana na Srbe. Allein gesunder Menschenverstand verbietet eine solche Perzeption. Sam razum čoveku prosto zabranjuje takvu jednu percepciju. Ali Srbija je uvijek ekonomski sarađivala sa Nemačkom. Aber Serbien hat immer wirtschaftlich mit Deutschland zusammengearbeitet. U ovom času 70.000 Srba u Srbiji radi u nemačkim fabrikama i najveći izvoz iz Srbije je u Nemačku. Zu dieser Zeit arbeiten 70.000 Serben in deutschen Unternehmen und ein großer Prozent unseres Exports geht nach Deutschland. Bilo je pokušaja i od Zorana Đinđića do aktuelne vlasti da nekako uspostavimo dobre odnose sa Nemačkom. Es gab Versuche von Đinđić und der heutigen Regierung, dass wir gute Beziehungen zu Deutschland herstellen. Međutim, nikad u tome nismo uspeli. Aber es hat nie ganz komplett geklappt. Nun, Deutschland betrachtet Osteuropa und auch Südosteuropa als sein Hinterhof. A Nemačka posmatra jugo-istočnu Evropu i južnu Evropu kao neko dvorište pozadinsko, neku pozadinu. Und Hinterhof heißt nicht auf Augenhöhe, sondern heißt man ist untergeordnet. Znači ne na visini očiju pogleda, nego malo niže ispod toga. Das ist immer noch so ein Rest von Herrmenschendenken, wenn es Osteuropa geht. To je još uvek neko mišljenje da su oni neka gospoda, Herren, to je taj izraz stari,
da su nadljudi neki, neka vrsta. Natürlich gibt es ökonomische Beziehungen, da hat Deutschland großes Interesse daran, aber zu deutschen Bedingungen. Normalno da postoje ekonomski interesi, tu Nemačka ima velike interese, ali normalno po svojim uslovima. Ti si jedan od retkih poslanika Bundestaga koji je rekao da je Kosovo autonomna pokrajina u Srbiji. Sie sind einer der seltenen Abgeordneten im Bundestag, der gesagt hat, dass Kosovo eine autonome Provinz Serbiens ist. Nun, die Verfassung spricht für Serbien. Ustav govori u korist Srbije. Das Völkerrecht spricht für Serbien. Međunarodno pravo govori za Srbiju. Die Geschichte spricht für Serbien. Historija govori za Srbiju. Die Macht und Gewalt spricht für den Westen. Ali moć i nasilje govori za Zapad. Das ist die Politik des Westens. To je politika Zapada trenutno. Mit Gewalt werden Grenzen verändert. Nasilu se menjaju granice. Staaten zerschlagen. Razbijaju se države. Und neue Staaten geschaffen, kleinem Format. I stvaraju se nove države manjeg formata. Aus Jugoslawien wurden 7 kleine Staaten. Iz Jugoslavije su stvorene 7 malih država. Ein souveräner Staat, der international ein Gewicht hatte, Jugoslawien, wurden 7 Mini-Staaten, die politisch in der internationalen Politik keine Bedeutung haben. Od jedne suverene zemlje koja imala svoju težinu, stvoreno je 7 beznačajnih država koje nemaju svoju određenu težinu. Und im unterschiedlichem Ausmaß ein Protektorat oder eine Kolonie der Europäischen Union, das heißt Deutschland, darstellen. I sa nekim razlikama te države su neka vrsta protektorata ili kolonije gde država Nemačka vrši svoju kontrolu. Schauen Sie nach Bosnien, schauen Sie ins Kosovo. Unter all diesen Staaten ist Serbien noch der Staat mit der stärksten Souveränitätsausbildung. Pogledajte Bosnu, pogledajte Kosovo, među tim državama je Srbija zemlja koja najjasnije izražava svoju suverenost. Izražava svoju želju za učlanjenje u Evropsku uniju. Und also zeigt auch ihren Wunsch, Serbien Mitglied der EU zu werden. A vi ste upravo izjavili da Evropska unija ne želi u svom članstvu zemlje Balkana, a posebno Serbije. Länder Balkans, besonders Serbien, nicht in der Mitgliedschaft in der EU will. Nun, man hat mit Slowenien und Kroatien 2 Staaten in die EU hineingeholt, die in den Augen des Westens eher pro-westlich orientiert sind. Sa Slovenijom i Hrvatskom dovedene su 2 države u Evropsku uniju koje po pogledu Zapada više pripadaju tamo, jer zapadno su naklonjene. Es gibt zwar die Überlegung, dass man auch Serbien, Makedonien und so weiter in die EU hineinholen möchte, um ein geopolitisches Vakuum zu verhindern. Postoje razmišljenja da se Srbija i Makedonija prime u Evropsku uniju da bi se jedan vakuum politički izbjegao. Aber es gibt in der Europäischen Union momentan keine besondere Befürwortung für die Erweiterung der Europäischen Union. Ali u Evropskoj uniji trenutno ne postoji određeno raspoloženje za proširenje Evropskoj unije. Weil die Europäische Union selber in einer tiefen Krise steckt. Zato što Evropska unija sama leži u jednoj dubokoj krizi. Gerhard Schröder, nekadašnji kancelar, je Zoranu Đinđiću rekao da u Evropu mogu da budu primjene samo članice bivše Austro-Ugarske i zemlje koje se nalaze na frontu prema Rusiji. I da se Srbija ne može nadati nikakvoj evropskoj budućnosti. Gerhard Schröder, der ehemalige Bundeskanzler, hat Zoran Đinđić gesagt, dass nur Länder der ehemaligen KK-Monarchie, also in die EU aufgenommen haben, nicht Länder, die da nicht Mitglied waren, und dass Serbien also bezüglich also keine richtigen Chancen hat. Das halte ich für überholt, denn Bulgarien, Griechenland, Rumänien waren auch keine Länder der KK. Ja, mislim da je to u međuvremenu prevaziđeno, pošto Bugarska, Rumunija, kaže gospodin Noj, i Grčka također nisu bile zemlje KK monarhije. Ali Rumunija i Bugarska su na frontu prema Rusiji. Aber Rumänien und Bulgarien sind auf der Front gegen Russland. Das ist ein entscheidender Punkt. To je odlučujuća tačka primarna. Serbien ist immer auch ein unsicherer Kantonist, wie man in Deutschland sagt. Srbija je jedan određeno nesigurna tačka, kantonist, on je specifičan izraz. Schauen Sie, Makedonien hat seinen Namen aufgegeben
für den Beitritt zur NATO und zur Europäischen Union, also seine Identität aufgegeben? Pogledajte, kaže gospodin Noj, Makedonija promenila svoje ime, dala, poklonila svoj identitet da bi bila primljena u Europsku uniju. Die anderen europäischen oder die anderen postjugoslawischen Staaten wollten zwar die Unabhängigkeit von Jugoslawien, aber haben die Unabhängigkeit wenige Jahre später wieder an die Europäische Union und an Deutschland abgetreten. Druge zemlje koje su želele nezavisnost od Jugoslavije su je želele svom snagom, ali su je posle na neki način prenele Evropskoj uniji. Izgubile su deo svoje nezavisnosti. Außer Serbien, Serbien hat noch ein gewisses Maß an Identität und auch eine Vorstellung von Souveränität, was Deutschland, was den Westen aber stört und was er nicht zu akzeptieren bereit ist. Osim Srbije, Srbija predstavlja jednu značajnu nezavisnost i suverenost u okviru tih zemalja, ali što Nemačku i Zapad u određenoj meri smeta. Ne odgovara im. Allein die Tatsache, dass Serbien die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland nicht mitträgt, wird in Brüssel als ein Sündenfall betrachtet. Već sama činjenica da Srbija ne podržava sankcije naspram Rusiji, posmatra se u Evropskoj uniji kao jedan veliki greh u njenoj politici. Das russisch-serbische Center in Niš, Katastrophencenter, wird in Deutschland als ein Problem dargestellt. Rusko-srpski centar u Nišu se u Nemačkoj prikazuje kao jedan problematični centar. Ali Nemačka 100 puta bolje sarađuje s Rusijom od Srbije. I milijarde i milijarde, zahvaljujući Rusima, Nemačka zarađuje. Herr Marić sagt, aber Deutschland arbeitet viel besser zusammen mit Russland als Serbien und verdient Milliarden und hunderte Milliarden an Geschäften mit Russien. Russland. Deutschland darf das, Serbien nicht. Nemačka to sme, Srbija ne sme. Da li to znači, po primjeru Makedonije, da Srbija šta god uradi, koliko god se unizi, neće biti primljena u Europsku uniju? Bedeutet das gesehen am Beispiel Mazedoniens, wie auch Serbien sich herablässt, dass es keine Chancen hat, einmal in die EU einzutreten? Wir sehen, dass mit Blick auf Makedonien in der Tat die Identität aufgegeben wurde. Die Griechen wollten das. Es gab lange Zeit einen Stillstand. Man hat sich mit dem Abkommen von Prespa darauf eingelassen, die eigene Identität aufzugeben. Pa mi vidimo da je Makedonija totalno pristala da promeni svoju identitet posle sporazuma u Prespi. Jetzt kommt Bulgarien und sagt, aber die makedonische Sprache ist eigentlich die bulgarische Sprache. Das sada dolazi Bugarska i kaže makedonski jezik je zapravo bugarski jezik. Von der Identität Makedoniens, egal wie man dazu steht, bleibt nichts übrig. Od identiteta, o čemu mi god pričali, Makedonije ništa ne preostaje. In die NATO wurde man aufgenommen, aber das kostet die NATO nichts. U NATO je Makedonija primljena, jer to NATO ništa ne košta. Das ist nur ein Gewinn für die NATO. To je samo jedan dobitak za NATO. Aber die Europäische Union, die würde dafür zahlen, weil Makedonien relativ arm ist. Ali Evropska unija će za to da plati, pošto je Makedonija relativno jedna siromašna zemlja. Odrastao si u nemačkoj porodici, onda si otkrio da imaš jugoslovenske korene iz jedne porodice iz Makedonije i tad si se zainteresovao za događaje na Balkanu. Sie sind in einer deutschen Familie aufgewachsen, haben entdeckt, dass sie jugoslavische Wurzeln haben und haben sich dann begonnen zu interessieren für das ehemalige Jugoslawien. Ja, das ist so. Ich habe mich dann für Jugoslawien interessiert, als noch Jugoslawien war und habe mit großem Entsetzen dann festgestellt, dass es von innen zerlegt wurde durch nationalistische Kräfte in den einzelnen Republiken, aber auch von außen, insbesondere von Deutschland und auch von Österreich. Da, to je tačno tako. Ja sam se zainteresovao, bio sam u Jugoslaviji i sa zaprepašćenjem sam primetio da je Jugoslavija izunutra raskomadana, ali sa velikim uticajem s polja, pre svega Nemačke i Austrije. Genau, von außen beschleunigt wurde. I da je to od polja ubrzano. Was mich besonders beeindruckt hat, war, dass gerade Deutschland mit seiner Vergangenheit in Jugoslawien, Zweiter Weltkrieg, genau wieder die Kräfte unterstützte, ab 1990, die schon im Zweiten Weltkrieg unterstützt wurden. To je mene iznova zaprepastilo da je Nemačka ponovo podržala iste one snage 90-ih godina koje je podržavala i u drugom svetskom ratu. Es hat mich gewundert, dass das in Deutschland, dass das im Westen keine Fragen aufgeworfen hat.
Čudilo me da to u Nemačkoj i na zapadu ne postavljaju se pitanja povodom toga. Man muss sich das vorstellen, die deutsche Einheit war 9 Monate hergestellt. Und schon hat die Bundesregierung unter Genscher und Kohl genau die Kräfte unterstützt, die Hitler unterstützt hat. Vi morate pomisliti, tek 9 meseci je bila Nemačka ujedinjena i tačno posle tog perioda je Genscher i Kohlova vlada podržavala iste one snage iz drugog svetskog rata, svoje saveznike. Man hätte erwartet, dass Großbritannien und Frankreich sich dagegen stellen, aber sie haben mitgemacht. Očekivalo se da se eventualno Velika Britanija i Francuska usprotive tome, ali oni su učestvovali u tome. Hvala vam, gospodine Noy. Hvala vam i na gostovanju. Danke, Herr Noy. Danke für Ihren Besuch. Hvala vam na rečima i na razmišljenju i na stavu koji imate i prema Srbiji, a i na informacijama koje nam itekako znači. Und informationen, die Sie uns weitergeleitet haben. Noch einmal vielen Dank. Hvala lepo. Hvala vama. Vidimo se uskoro ponovo. Gospodine Gorane, hvala vama. Hvala vama.